Servus Leute, willkommen zur ersten Runde, zu gleich zu einer Special Runde, sagen wir mal, von meiner Challenge. Wer wird Millionär? Wieso sage ich Special Runde? Ganz einfach, weil ich hier nicht einen Gegner habe, sondern zwei. Genau, das sind nämlich zum einen einmal ich, der Lifeforce alias T-Life. Und Ed Benjamin! Ja, das ist sozusagen Handicap, die beiden gegen mich. Also so zur wirklichen Challenge zählt das noch nicht, weil ich beide ja, weil eine wirkliche Challenge ist einer gegen einen und die beiden werden ja auch noch einzeln gegen mich antreten. Allerdings jetzt als kleine Einführungsrunde treten die beiden gegen mich an, also die beiden vereint gegen mich. Und da draußen fährt schon wieder ein Krankenwagen mit Blaulicht vorbei. Geil. Alles klar. Ja, das ist unsere Straße, hier ist eine Hauptstraße und da fahren, müssen zwangsläufig alle Krankenwagen vorbeifahren, die in einer gewissen Gegend operieren. Von 2002? Oh Gott, was kommen denn da für Fragen wieder? Okay, ich bin Moderator, ich lese auch vor und ihr beide könnt dann euch meinetwegen ausmachen. Ja, ich muss jetzt leider hier so den Sound aufnehmen und der Sprecher wird totale Kanne nerven, das weiß ich jetzt schon. Aber in gewisser Weise geht es nicht, weil ich nicht weiß, wie das mit Anrufjoker und dergleichen ist. Aber das ist ja egal. So, fangen wir an. Ausgezeichnet. Okay. Treten Sie also an. Direkte Störgeräusche. Wir spielen als. Wie ist denn das gehandhabt mit ein und zwei Spieler? Okay, hier kommt die erste Frage. Keine Ahnung, ich kenne die Version nicht. Möchten am Spiel teilnehmen? Du bist hier der. The Man. Ich mache einfach immer einen Player, ist doch egal. Sie spielen also alleine. Alles klar. Wie heißen Sie eigentlich? Geben Sie bitte Ihren Namen ein. Ich gebe euren Namen ein. Moment, Buchstabe löschen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig belegt. Ja, habe ich. Wie nennt ihr euch? T-Heady. Wie? Was? T-Heady. Head Force. Genau, The Heady Force oder sowas. Oder das? Was? Das geht sich, glaube ich, nicht aus, oder? Hallo? Was hast du da? Ja, das längste jetzt in dem Video die Namenseingabe. Da kann man, doch kann man gedrückt halten, aber es geht arschlos langsam. Der Heady Force. Ist, wenn das passt, das wäre witzig. Ich glaube nicht, dass es passen. Wo ist das F? Da ist das F. Nicht so wie in Pokémon Gelb, wo ich mich verschrieben habe. Ja. Wo ich Wuffel geschrieben habe und nicht Wolf. The Uncle Waffel. Da hinten ist das ja. Das, nee, geht sich nicht aus. The Heady Four. Ja, das hört sich jetzt komisch an. The Heady Four. Ja. Heady Four, ey, geil. Oder dann lass das so weg, aber. Heady Four. Alles. Ja, alles hier für die Gäste. Also Heady Force. Oder Head Force, ist ja scheißegal. Oder. Ach, scheiß drauf, Head Force. Weil ansonsten sitzen wir an der Namensangabe noch länger. Das ist wichtig. Damit man weiß, wer hier verkackt. Und wir sind mitten in der Planung unseres Wintermusicals. Das ist auch wichtig. Also High School Musical. Oh, vielen Was? Dank. Kennt ihr es nicht? Okay. Oh Gott. Nein. Was, oh Gott. Ich hab's früher auch verflucht, aber irgendwie ist es gut. Keine Ahnung warum. Viel Glück. Ah, wir okay, ja, das ist schon Euro. Ist ja schon mal was. Hier kommt Ihre 50-Euro-Frage. 50 Euro. Wenigstens ist es nicht die Version, die ich das letzte Mal gesehen habe. Ist jemand unverfroren oder unverschämt, ist er frech. Halt die Klappe. Ist jemand unverfroren? Goliath? Klappe. Ist jemand unverfroren oder unverschämt? Ist er frech wie A. Goliath, B. Rudi, C. Oskar, D. Paule? Ich würde C sagen, aber da war. Achso, kreiswerter Joker. Lassen okay. Sie sich Zeit. Sie haben noch was sagst du, The Life Joker? Ich weiß es selber gerade nicht genau. Die Telefon. Nee, das heißt ja stolz wie Oskar. Heißt das ja, glaube ich. Also mein Gedanke wäre Rudi gewesen, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht aus dem Kopf. Scheiße. Ist ja frech. Ja, man sagt ja, da ist jemand stolz wie
wie Oscar und hier ist ja unverschämt und frech. Oder frech wie Goliath? Nee. Was machen wir denn da jetzt? Frech wie... Also natürlich darf ich euch nicht helfen. Ja, dann weißt du direkt schon wieder so eine Köttelfrage hier, ey. So. Die erste Frage ist immer die schwerste. Eigentlich die einfachste, aber das hier ist die dümmste Frage. Das habe ich auch noch nie gehört. Ey, der Lifeforce ist so ein Pechmagnet. Der hat ja auch so Pech gehabt in der Challenge. Mhm. Noch schlimmer war, dass ich das bei der letzten Wer wird Millionär-Ausgabe leider auf dich gehört habe. Hätte ich nämlich auf mein Bauchgefühl gehört, dann hätte ich nämlich weiterkommen können. Ist das dumm von mir. Ich glaube, du hast 0 Euro gehabt, oder? Ja. Weil ich auf dich gehört hatte. Ja, was machen wir jetzt hier? In dem Falle wäre eigentlich ein Joker jetzt in dem Sinne ganz gut. Ja, auch wenn er scheiße ist, aber egal. Ja, du Publikum oder was? Ja. Das erinnert mich an den Ausschnitt, wo ja bei Wer wird Millionär hat auch jemand bei der ersten Frage einen Joker verwendet. Und als er dann zur zweiten Frage kam, ist der Computer immer wieder zur ersten zurückgesprungen und hat sie eingeblendet. So quasi, um ihn zu verarschen. Also Publikum soll sein. Naja. Also wie gesagt, ich hätte einen Tipp. Mein Tipp wäre A. Sie setzen also den Publikums-Joker. Lassen wir uns überraschen. Das habe ich ja noch nie gehört. Was, doch C? Oscar? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich auch. Weil das hieß aber eine Stolz wie Oscar, aber unverfroren und unverschämt frech wie Oscar? Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so überlegen ist. Okay. Das hätte ich auch nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir C, Oscar. Natürlich nehmen wir A. Ja, ja, ich habe ja anfangs zu C tendiert, aber dann ist mir das eingefallen mit Stolz wie Oscar. Okay, ja, pff, mach. Ja, wie gesagt, ich wusste es in dem Sinn nicht. Also von daher... Natürlich. Okay, ja, da hätte ich uns fast schon hier ins Ausgebaut. Jetzt aber wieder echt? So ein epischer Moment. Es geht weiter mit der 50 Euro. Frage. Einen besonders dicken Klappe. Eine besonders dicken, also einen besonders dicken Bauch nennt man auch A. Schmierbauch, B. Schmorbauch, C. Schmerbauch, D. Schmausbauch. Ich hätte jetzt sowas gehofft wie Wampe oder Plauzer. Okay. Ich hätte eher eigentlich an Bierbauch gedacht, aber... Ich hätte auch Bierbauch gedacht, aber... ...50-50-Joker ihr Glück versucht. Also Schmierbauch, Schmorbauch... Das Einzige, was bei mir jetzt logisch klingen würde, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, was? Wäre bei mir A gewesen. Also ich würde eventuell zu D tendieren, weil ein Schmaus, das ist ja immer was ganz Vorzügliches, was ganz Leckeres. Da könnte man ja drauf kommen, dass man deswegen ja immer irgendwie was Leckeres isst und so und deswegen die Plauzer, so ein Schmausbauch, weißt du, so richtig, oh. Immer die leckeren Sachen futtern, aber... Ich möchte jetzt nicht... ich möchte jetzt zwar nicht als Angeber erscheinen, aber ich kenne die Antwort. Ja. Aber das habe ich auch noch nie gehört, hier Schmausbauch oder sowas. Und ich kenne ja schon manchmal so blöde Wörter, aber... Ja, Schmierbauch, aber wie so ein Schmierbauch? Epic. Ein Schmorbauch? Ja, Sachen schmoren, aber... Da würde ich einen Schmausbauch eher sagen, wie gesagt, weil... Von Schmerbauch habe ich auch noch nie was gehört. Nee. Aber Schmierbauch? Ja, die wollten einfach nur was mit Schm vollkriegen, deswegen bestimmt. Wollt ihr einen Joker? Ja, so Lifeforce wird A sagen, ich würde D, aber... 50-50, B und C fallen weg. Ja, toll. Ja, so Lifeforce, was sagst du denn? Ja, also da es ja in dem Sinne nicht anders geht, denke ich mal... ich weiß es nicht. Ja, also bis zu 200 Fragen kommen wir auf jeden Fall noch mit dem Joker, aber dann wird es wieder kritisch hier. Ich glaube, das mit 2 gegen 1 ist irgendwie nicht so gut, weil ihr da gegenseitig ausstecht. Ja, egal, das macht es aber auch irgendwie witzig. Durchaus. Ja, ich tendiere zu Schmierbauch. Ja, ich würde Schmausbauch sagen. Zack. Das ist, ja, gut. Okay, was wollt ihr? Wollen wir das mit dem 50-50 versuchen? Ja, dann bleiben A und D stehen und dann gibt's aber hier, ne? Ja, mach 50-50, komm, das wäre lustig, wenn das stehen bleiben würde. Dann nehme ich in dem Fall dann auch D, wenn das wirklich okay, so sein 50, sollte. 50-50? Ich kann nicht drücken. Okay, jetzt kommen A und D. Ein wenig ein. Computer, oh, vielleicht bitte lösche falsch, ich weiß falsche nicht. Antworten. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Jetzt sind sie. Okay, ja, dann würde ich sagen D, Schmausbauch.
Ja. Mhm. Jetzt Schmerbau! Können Sie es wirklich okay, riskieren? Okay, ja, probier mal. Tut mir leid. Wenn jetzt Schmerbau richtig ist, dann fress ich das gewesen. Das ist nicht euer ja, Ernst. Antwort C. Ich hab das noch nie gehört. Ich auch nicht. Der Schmerbau. Der Wampe, der Plauze kenne ich, aber nicht Schmerbau. Ich dachte eigentlich, es wäre der Schmierbauch, aber... Der Schmierbau? Oder Schmausbau, oder so ein Schmausbau halt, weil man immer futtert hier irgendwelche Gourmet-Sachen oder was. Okay, das ist sehr strange, das Spiel. Oh ja. Ja, da haben The Lifeworlds und ich jetzt erstmal richtig auf die Kacke gehauen. The Life Fails. The Life Failure? Neues Schmierhorst. Ja, neues Spiel, jetzt wird der Spieß umgedreht, jetzt bin ich Herausforderer. Wunderbar. Oh okay. Gott. Das heißt, wir wechseln die Fragen ab. Richtig geil. Okay, wer will zuerst vorlesen? Ich. 15 ja, hier, der Schmierbauch. Und schon sind sie Millionär. Fangen wir an. Ja, es war willkommen zu einer neuen Runde zu Wer wird Millionär? Aber echt mal Schmierbauch. Bin ich der Moderator mit Head Benjamin zusammen und der Gast ist in dem Falle der Uncle Wolf. Ja, hallo. Ich freue mich, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Auf dem elektrischen Stuhl. Ja. Die erste Frage zu für 50 Euro lautet, ein Sprichwort sagt, lassen Sie sich Zeit. Die Sie haben noch alle A. Katzengrau, B. Faulen fleißig, C. Gäste schön oder D. Lampenhell. Das Sprichwort habe ich noch nie gehört. Es geht schon wieder los. Ich glaube, dieses Spiel ist bei weitem härter als das andere. Das ist Hardcore hier. Ich würde mal. Oh, Scheiße, das hast du dir da geholt, ey. Das Einzige, was mir was sagen würde, ist, abends werden die Katzen grau, aber irgendwie würde das keinen Sinn ergeben. Ich würde sowas tendieren, aber ich sag nix. Ich auch, aber ich halt auch meine Klappe. Ja, ja. Denn der Wolf. Ja, da ich vorne und hinten keine Ahnung habe. Also du hast gar keine Ahnung? Nee. Irgendwas auszuschließen? Ich würde sagen Katzengrau, ich habe echt keinen Plan. Ich rufe okay. Wilma an. Einverstanden. Okay. Fragen Mama! Die Experten. Ich bin gespannt. Final Level Gamer, sag uns doch mal bitte die Wahrheit. Nee, ihr müsst jetzt mal ruhig sein, weil ich weiß nicht, ob der nur die Antwort sagt und sonst nichts. Okay. Ich weiß das nämlich nicht. Sorry. Macht nichts. Hallo? Hallo Wolfgang, willkommen. Natürlich ruft man Wolfgang an. Hab schon drauf gewartet. Oh. Vor mir sitzt Wolfgang. Von Ihnen, der, ja. Naja, leichte Probleme. Was glaubst du, woher mein Name kommt? Hat. Ich hoffe, Sie können uns weiterhelfen. Ja, nur zu. Okay, Wolfgang, hier kommt Ihre Frage. Ich hoffe, Sie wissen die richtige Antwort. Hey, gut, immer her mit den Sprichwörtern. Da kenne ich mich auch. Wie lange dauert das denn hier? Moment. Natürlich die Faulen Laberbacke da. Wolfgang. Ist das ein Angeber? Okay, Wolfgang, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ey. Was sind Sie dran? Wolfgang sagt B. Was hat er denn gesagt? B. Faulen fleißig. Aber ja. Der Hund ist so ein Angeber. Hey, Sprichwörter, das ist natürlich meine Kategorie. Da werden natürlich die Faulen fleißig, das weiß doch jeder. Wollen Sie es wirklich riskieren? Ja, okay, da habe ich auch zu tendiert. Glückwunsch. Okay. Ich habe zu was anderes tendiert. Okay. Oh. Okay, dann ist jetzt der Handy dran mit Vorlesen. Okay! So! Was? Ja, da. Was ist kein Tanz? Der Mazurka? Der Musette? Der Hammelsprung? Oder der Tarantella? Warum bekomme ich immer diese dummen Fragen? Ich glaube. Das Problem ist, ich glaube, Musette und Tarantella sind Tänze. Wir haben noch zwei Joker. Den Tischler, die Joker und den Publikum. Das hört sich alles sehr komisch an. Ah, ich könnte dieses Spiel jetzt schon würgen. Publikum. Okay, und da fliegt der Joker wieder. Ich glaube, B und D sind Tänze. Was sagt denn unser Publikum hier? Die Zuschauer C, sind der Hammelsprung. Aber ist Antwort C wirklich richtig? Wählen Sie das auch, ja, ich Mr. Sagen, Wolf? Das ist eindeutig. Vertrauen Sie dem Publikum zu 99%? Nein, ich gehe auf die 1%. Daran. Ah, Hammelsprung. Das Wort? Das ja. Ist so beschämend. Und schon haben Sie 100 Euro. Und es ist richtig. Yay, 100 Euro. Man muss aber wirklich sagen, diese Version ist irgendwie ein bisschen doch komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Das ist die Hardcore-Version. Euro, wenn Sie diese Frage richtig der Shit ist das hier. So. Gut, die nächste Frage, da bin ich jetzt nämlich wieder dran. Womit fährt der Schauspieler und Sänger Wolfgang Viereck, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, am liebsten? Da haben wir wieder den Wolfgang. Ja, wollte ich auch Harley, sagen. A.
B. Ferrari. C. Einrad. Nicht schlecht. Sie haben oder immer D. Schnellboot. Woher soll ich das wissen? Ich kenne den Schauspieler gar nicht. Das sind solche Lachnummern hier. Okay. Ja, Sie ich habe eine Vermutung, was es ist. Gut. Ja, bestimmt hier ist Einrad, oder? Falsche Antworten. Alter, das wird aber geiler. Jetzt Einrad, sag ich. Sie haben die Wahl. Antwort A. Okay. Oder doch also ich C. hätte eine Tendenz, aber ich... Ich hätte auch eine Tendenz, die Harley. Wollen Sie es wenn es jetzt das Einrad ist, oder? Dann lache ich mich tot. Weil wer weiß, wer da... Ach, okay, Schauspieler. Okay, Harley. Oh. Hätte ja sein können, dass das so ein Eigenbrötler ist. Ja, ich... 200 Euro. Das ist nämlich das, was ich zu Beginn auch gesagt hätte. Ganz ruhig. Aber ich habe echt keine Ahnung gehabt. Hier kommt die 300-Euro-Frage. Das wäre nämlich das, was ich zuerst gedacht hätte. Rosskopf und Fetzner waren Weltmeister im Zweierkanadier, Eistanz, Tischtennis oder Synchronspringen. So sieht's aus. Herr Wulff. Oh mein Gott. Warum sind diese Fragen hier so hammerhart? Weil du dir eine hammerharte Version rausgesucht hast. Eigentlich zählt dieser Teil ja gar noch nicht zur Challenge. Das heißt, ich könnte jetzt... Oh, ich könnte irgendwas nehmen, aber naja. Und wenn es zur Challenge zählt, dann würde ich jetzt ganz einfach aufhören und bam. Nee, wisst ihr was? Challenge kommt ja noch. Ja, wisst ihr was? Was würdest du denn tendieren? Ja, 200 Euro hier, The Uncle Wolf geht mit großen Gewinnen aus. Zweier Kanadier kenne ich nicht. Eistanz, ja, kenne ich nur das Schlittschuhlaufen. Tischtennis, ja, logisch. Und Synchronspringen gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja, das, ja da, die Frage ist aber ein bisschen komisch. Ist das jetzt Weltmeister, was weiß ich, nur 2015 oder auch 2014 und 15 oder sowas? Nee, was? Weißt du, ob die jetzt zusammen Weltmeister geworden sind oder nacheinander in einer Disziplin? Das was ich mich frage, sind die beiden wirklich als ein Team angetreten oder der eine zum Beispiel vor 10 Jahren, der andere zehn Jahre später? Das ist das, was mich verwirrt. Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich würde zu Tischtennis tendieren, aber... Ja, aber da... Ja, spielt man da im Team? Nein, aber deswegen ja. Ja, eben. Was? Weil wenn die Weltmeisterschaft, wenn die beide an einer teilgenommen werden, dann könnte es ja nicht Tischtennis sein, weil ja nur einer gewinnt. Deswegen ja, vielleicht haben die beiden in unterschiedlichen Jahren daran teilgenommen. Ah, das ist aber auch hier wieder. Weil ganz im Ernst, Synchronspringen kann ich mir nicht vorstellen. Zweier Kanadier weiß ich nicht, was das ist. Das ist bestimmt irgendwas mit Ruderboot oder sowas. Bestimmt, kann ich mir vorstellen. Also, ich würde stark zu Tischtennis tendieren, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Weltmeistertitel für gibt. Ja, komm, dann nimm einfach, ich will die Antwort wissen. Bei dieser Version ist es so, dass wenn man aufhört, dann wird, glaube ich, auch die Antwort gezeigt. Ich hoffe, es ist jetzt so, ansonsten... Ja, dann nimm doch einfach was, es geht doch eh um nichts. Richtig. Und ich und der Lifeforce waren eh schlechter. Der Schmierbauch hier. Du und ich. Und das war ja auch eine dumme Frage, ey. Ja, im Normalfall würde ich aufhören, aber da ich mir jetzt nicht sicher bin, obwohl ich muss sehen, wann wir testen. Ach, scheiß drauf, ich teste. Also ich würde A sagen, riskieren? Keine Ahnung. Wenn es das ist, was ich gerade gedacht habe. Aber... ist okay. Ich bin am überlegen, ob ich einfach Stopp machen soll, weil ich muss ja irgendwann mal testen. Aber ich muss testen, ob gezeigt wird, also ob da nicht bei der Game Boy Advance Version ist die falsche Antwort... ist die richtige Antwort nicht gezeigt worden, wenn man aufgehört hat. Und ich würde das hier ganz gerne sehen für den richtigen Challenge-Beginn. Ja, wisst ihr was, ich mache jetzt mal. Wirklich? Ja. Tatsache. Ja. Okay, Tischtennis wäre richtig gewesen. Ja, dann ist die Fragestellung aber kacke, ey. Ich hätte sogar gewonnen. Aber egal. Keine Daten. Yeah. Die Fragestellung war kacke. Ja, durchaus. Ja, wir sind richtige Lowbrainer, ey. Ja, der Paul! Und der Headforce hier, 200 Ocken hier. Wollt ihr jetzt nacheinander und der eine ist Gast, oder wie? Ja. Oder sollen wir nochmal eine Runde, weil das ja echt so schnell vorbeigeht. So, wir beide gegen dich. Ich meine nur, dann kann ich die Challenge wenigstens richtig starten. Naja, du wolltest die Challenge so oder so machen, also von daher... Ja, aber dann hätte ich schon mal zwei Kandidaten und dann kann ich mir nach und nach immer so für, spontan Videos die Leute rauspicken. Ach so,
Willst du das dann wieder mit deinem Sonderjoker machen, oder was? Nee, ich werde einfach die ganz gewöhnlichen Wer wird Millionär-Regeln verwenden. Okay. Ja, gut. Wer soll anfangen? Ja gut, dann würde ich sagen, dass ich hier den Testpart, also die kleine Testrunde, beende. Ich werde jetzt allerdings mit den beiden noch jetzt die Herausforderungen aufnehmen. Ich glaube, ich werde, da ich der Life Force, da ich Herr Benjamin in der letzten Challenge nicht hatte, werde ich mit ihnen eröffnen. Ah, ja. Und natürlich muss der Life Force dann selbstverständlich die Klappe halten, weil sonst wäre es ja unfair. Mhm. Darf nur lachen. Ja. Also ich darf allgemein zwar reden, aber ich darf halt nichts... Keines, nicht sagen so, ja, ich würde das tendieren oder irgend sowas. Nein, ich halte mich, was das betrifft, da halte ich mich zurück. Ja, das wäre nämlich unfair und dann, ja, wie gesagt. Gut, dann würde ich die beiden jetzt, also ich beende den Party jetzt, die beiden werden dann in der offiziellen Challenge-Öffnung werden sie dann zwar gemeinsam zu hören sein in den jeweiligen Videos, aber eben einzeln antreten. Genau. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war die Eröffnungsrunde von der Challenge Wer wird Millionär? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde jetzt gleich weiter aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Pferd euch. Tschüss.